Hallo, willkommen zu einem Video. Harte Kiwis aus dem Supermarkt. Ganz einfach und schnell reif bekommen. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt's. Jörg erklärt's. Ich war heute im Supermarkt und habe mir Kiwis gekauft. Und wie immer habe ich mich darüber geärgert, dass diese immer sehr, sehr hart sind, also noch nicht ganz reif. Es gibt natürlich auch vorgereifte Kiwis zu kaufen. Diese sind aber um ein Wesentliches teurer. Um eine Kiwi selber ganz einfach reif werden zu lassen, braucht man ganz wenig Zutaten. Als erstes benötigen wir ein abschließbares Gefäß. Ich verwende hier so eine Glasschüssel mit so einem Deckel dazu. Kann jeder anders nehmen. Es geht um eine Tüte oder eine Plastikschüssel. Hauptsache, das kann man oben verschließen. Und als zweite Zutat benötigen wir einen reifen Apfel, wie wir ihn hier sehen. Dieser Apfel ist zwar grün, aber dennoch reif, weil das eine grüne Apfelsorte ist. Diesen Apfel nehmen wir, stellen ihn hier hinein, legen unsere Kiwis einfach um den Apfel herum. So, jetzt haben wir unsere Kiwis in unsere Schale hereingetan und da unser Apfel ein Reifegas ausströmen lässt, werden unsere Kiwis ganz von alleine hier reif. Und zwar verschließen wir dazu jetzt den Deckel, lassen es einrasten, bei einer Kunststoffkiste einfach Deckel drauf oder bei einer Tüte dann oben zubinden und verschließen. Das alles lassen wir jetzt bei Zimmertemperatur in der Küche stehen, ca. 3-4 Tage, dann sollten unsere Kiwis einen Top-Reifezustand haben und damit verzehrfertig sein. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es etwas langsamer, kommt ganz auf den Apfel drauf an. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir bitte einen Daumen und abonniert meinen Kanal hier unten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Jörg.